Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe in letzter Zeit mal wieder etwas hier hinten an meinem Ford Transit Custom rumgebastelt und habe den nächsten Schritt fertiggestellt. Und dabei handelt es sich um zwei Schubladen bzw. um zwei Schwerlastauszüge, die man bis zu 1,20 Meter hinten aus dem Kofferraum hier ausziehen kann. Und ja, wenn du Interesse dran hast, dann bleib dran. Nach dem Intro stelle ich euch das Ganze mal vor und zeige euch, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Also bleibt dran. Ja, bevor ich euch die Schwerlastauszüge gleich noch etwas genauer zeige, noch ein paar Infos vorneweg. Um solche Schwerlastauszüge in einen solchen Campervan hier einzubauen, gibt es natürlich viele verschiedene Arten und Weisen, wie man das Ganze angehen könnte. Um das Ganze so einzubauen, wie ich es hier getan habe, benötigt man einen Alurahmen, ein Alugestell, welches hier in dem Fall mein Bettgestell darstellt. Ja, wie ich mein Bett hier in den Campervan eingebaut habe, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das Video werde ich euch mal hier unter diesem Video hier verlinken. Und ja, bei der Planung des ganzen Konstrukts hier, dem Bett und den Schwerlastauszügen, war es mir sehr wichtig, dass ich mit ein paar Handgriffen mit zwei Personen das Ganze hinten aus dem Auto auch sehr leicht ausbauen kann und rausziehen kann und somit das Auto auch ganz schnell wieder ja, in einen normalen PKW bzw. in einen normalen Transporter umwandeln kann. Beziehungsweise ist es auch ganz schnell wieder umgebaut in einen Campervan, in dem man halt dieses komplette Gestell, das Bett inklusive den Schwerlastauszügen mit zwei Personen anhebt, hinten in das Auto reinschiebt und dann an den Verzurrpunkten hinten im Transporter mit solchen kleinen Ratschen festzurrt. Und somit ist dieses komplette Gestell dann auch richtig schön fest und kann sich nicht mehr bewegen. Und dann hat man das Auto auch wieder schnell ja, umgebaut, umfunktioniert zu einem kleinen Campervan. So Leute, ich würde sagen, ich schnappe jetzt mal hier die Kamera und dann gehen wir hier mal zusammen an das Auto ran und dann zeige ich euch mal die Schwerlastauszüge hier etwas genauer. Ja, so sieht das Ganze hier von hinten aus, wenn die Schwerlastauszüge ja, eingefahren sind. Und ja, hier oben befindet sich mein Bett bzw. meine Liegefläche von meinem Bett. Ja, wie eben schon erwähnt, wenn ihr dieses Video nicht gesehen habt, dann schaut euch am besten den Bau von diesem Gestell bzw. vom Bett nochmal an, wo ich das Ganze erklärt habe. Das Video werde ich hier unter diesem Video verlinken. Und hier seht ihr auch schon diese schwarzen Streben. Das sind diese Aluprofile, von denen ich eben gesprochen habe, welches mein Gestell hier darstellt. Und daran habe ich dann die Schwerlastauszüge befestigt. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich ja hier oben meine Liegefläche schön gefilzt gehabt damals. Und das gleiche habe ich hier jetzt auch mit diesen großen Schubladen gemacht, dass das Ganze ein schönes harmonisches Bild ergibt. Ich habe die Schubladen schön von außen, aber auch von innen gefilzt, dass das Ganze richtig schön sauber aussieht. Und hier vorne habe ich noch solche Griffe rangebaut, wo man dann die Schubladen schön ausziehen kann. Aber die sind natürlich hier richtig schön eingerastet, denn die ja, Schubladen hier haben hier links und auch hier rechts nochmal solche kleinen Hebel, die man nach unten drücken muss, damit man die Schubladen überhaupt ausziehen kann. Und so sind die ja, schön hier eingerastet und können dann während der Fahrt auch nicht sich irgendwie nach vorne oder hinten bewegen. Ja, Leute, so sieht das Ganze aus und ich würde sagen, ich stelle die Kamera jetzt mal wieder auf das Stativ drauf und dann ziehen wir mal zusammen die Schubladen hier aus. Ja, wie eben schon erwähnt, um eine solche Schublade überhaupt rausziehen zu können, muss man zuerst hier links und rechts so einen kleinen Hebel nach unten drücken. Dann hat man die Schublade ja, entrastet und dann kann man hier an dem Griff hier schön die Schublade ausziehen. Und ja, diese linke Schublade hier, die habe ich von der Breite her so gebaut, dass man hier eine Eurobox schön reinbekommt. Und von der Länge hier passen auch drei Euroboxen hintereinander rein. Und ja, wie gesagt, auf die Maße der Euroboxen habe ich ja, diese linke Schublade hier genau angepasst. Ja, somit passt hier eine Eurobox in der Breite richtig schön press hier rein.
Das sind die Euroboxen, die haben hier hinten so zwei Scharniere und da ist der Deckel halt befestigt, finde ich richtig gut. Und die haben hier vorne auch noch so zwei Schließklammern hier, da kann man den Deckel auch noch schließen, finde ich echt top, diese Euroboxen hier. Wenn ihr Interesse dran habt, die verlinke ich euch auch mal hier unter dem Video. Ja, wie gesagt, da sind drei Euroboxen hier hintereinander drin, auch die letzte kann ich hier schön öffnen, kann extrem viel Material hier drin verstauen. Und habe dann somit hier schon mal viel Ausrüstung untergebracht. Ja, ich schiebe die Schublade hier mal wieder rein. Ja, wie ich dann fertig war mit dem Einbau der linken Schublade und habe diese Euroboxen hier reingesetzt, da ist mir aufgefallen, dass hier oben über den Euroboxen noch genügend Stauraum ist, der eigentlich ungenutzt ist. Von daher habe ich mich entschlossen, hier einfach noch so ein Fach einzubauen ohne Auszüge. Einfach nur ein Fach, wo ich Sachen reinschieben kann. Und das ist auch relativ tief, dieses Fach. Ich habe jetzt hier mal so einen großen Eiskratzer mit einem Schneebesen hier drin. Aber ich habe hier auch momentan einen kleinen Campingtisch drin. Und ihr seht, das Fach ist schon relativ tief hier. Man kann einiges hier reinschieben. Und somit ist auch der Platz hier, über den Euroboxen noch etwas ausgenutzt. Ja, dann kommen wir hier zu der rechten Schublade. Auch hier muss man wieder links und rechts diese kleinen Hebel nach unten drücken und dann kann man hier am Griff diese Schublade ausziehen. Von der Tiefe her ist das natürlich genau die gleiche Tiefe wie da drüben. Allerdings hat sich hier vom Platz her nicht genau die gleiche Breite ergeben wie hier. Hier die Schublade ist etwas schmaler, von daher bekomme ich hier in dieser Schublade keine Eurobox quer rein, sondern nur hier so längs. Ist aber auch in dem Fall gar nicht schlimm. Ich bin schon froh, dass ich hier drei Euroboxen hintereinander in der linken Schublade drin habe. Und hier kann ich dann alles so ein bisschen kreuz und quer einrichten, wie ich das Ganze möchte. Ich habe hier auch jetzt hier so eine kleinere Eurobox. Und dann kann man noch ein Sixpack an Wasser oder irgendwas hier reinstellen. Und noch kleinere, noch einen Fotorucksack. Hier kriegt man auch noch genügend Sachen rein. Vor allem, da ich hier oben kein Fach mehr eingebaut habe, kann man dann hier auch etwas höher stapeln wie da auf der anderen Seite. Ja, jetzt würde ich sagen, nehme ich die Kamera noch einmal und filme noch einmal hier rein, damit ihr die Schwerlastauszüge mal hier seht, wie das Ganze hier aussieht, wenn ich so eine Schublade rausgezogen habe und wie ich die da hinten so befestigt habe. Ja, hier nochmal so ein Schwerlastauszug im ausgezogenen Zustand. Das ist die Schublade, wenn sie ausgezogen ist. Und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen näher ran und dann filme ich da mal rein. Und dann seht ihr hier auch, wie ich das Ganze dann hinten, so gut kann man es jetzt auch nicht erkennen, aber ich hoffe, mit so ein bisschen Technikverstand sieht man das Ganze, wie das hinten mit Schrauben und Muttern dann hinten angezogen wurde und befestigt ist an diesen Streben bzw. an dem Gestell vom Bett. Und so sieht das Ganze dann aus. Die eine linke Schublade ist ja jetzt geschlossen, die ist ja eingefahren und hier die rechte ist ausgefahren. Ja, auch hier, so sieht das Ganze aus, wie ich es hinten befestigt habe. Ja, und hier nochmal die Schubladen von innen. Auch hier schön mit Filz überzogen. Und das sieht wirklich schon echt witzig aus, wenn man so an der Seite steht und man hat so eine riesen Schublade da rausstehen. Und das Gute ist, wenn man an so einer Schublade am Werkeln ist und macht seine Ausrüstung bereit, ist man oben, wenn es regnen sollte, auch noch durch diese große Klappe vom Regen geschützt. Und man kann unten in Ruhe seine Ausrüstung bereit machen für die bevorstehende Tour etc. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn beide Schubladen hinten ausgezogen sind.
Ja, die Schubladen habe ich grundsätzlich aus dem Pappelsperrholz gebaut. Ich blende euch mal noch ein paar Bilder ein. Wundert euch bei dem einen Bild nicht, dass da der Boden der Schublade eine etwas andere Maserung hat, beziehungsweise eine andere Optik hat. Da hatte ich noch ein Stück Restholz zu Hause liegen. Das ist also nicht dieses Pappelsperrholz. Aber ansonsten bestehen die Schubladen komplett aus diesem Pappelsperrholz in einer Stärke von ca. 10 mm, glaube ich, habe ich da gekauft. Ja, ansonsten, wie die Schubladen dann fertig gebaut waren aus dem Holz, habe ich dann angefangen, die Schubladen mit dem Sprühkleber einzusprühen und habe dann angefangen, das Ganze mit dem Filz zu überziehen. Ja, habe das Ganze dann trocknen lassen und dann am nächsten Tag schön mit den Schienen verbunden und dann hinten ins Auto eingebaut. Ja, alle Materialien, die ich hier verwendet habe, also den Sprühkleber, den Filz, die Griffe hier für diese Schubladen, die Euroboxen und etc., werde ich euch mal hier unter dem Video verlinken. Das Holz müsst ihr euch natürlich selbst kaufen gehen in eurem Baumarkt und da müsst ihr euch natürlich auch vorher dann Gedanken machen, ob ihr diese Schubladen dann in eurem Auto fest verbaut oder euch auch ein solches Konstrukt bzw. Gestell hier ausdenkt, so wie ich es hier getan habe, womit man dann etwas flexibler ist, dass man das Ganze dann schnell aus- und wieder einbauen kann. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, stellt die gerne hier unter diesem Video. Ich werde dann versuchen, zeitnah darauf zu antworten. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dieses Video dem einen oder anderen gefallen hat und auch vielleicht den einen oder anderen inspiriert hat und ich dem einen oder anderen somit etwas weiter auf die Sprünge helfen konnte. Ansonsten schreibt auch gerne mal hier unter das Video, wie euch dieser Ausbau hier gefällt. Würde mich auch sehr interessieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal hier. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video zu dem Campervan hier, beziehungsweise auf irgendeinem anderen Autoabenteuer. Also Leute, macht's gut und bis dann. Ciao.